Soweit, so gut. Jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir alle Funktionen selber schreiben? Oh, das ist ja furchtbar, ne? Dann kann ich jemandem die Arbeit abnehmen. Zum Beispiel die Quadratwurzelfunktion. Vielleicht wissen Sie noch, was eine Quadratwurzel ist. Quadratwurzel von 25 ist 5. Ja, sagt das was? Irgendwie klingelt noch. Ja, also die Zahl, die mit sich selber multipliziert, 25, das ist die Quadratwurzel. Ja. Tendenziell sind wir alles auch halbe Mathematiker, so als Informatikerinnen. Wir möchten also immer rumrechnen. Square Root ist schon was ziemlich Essentielles. Ist schon bitter, dass es da eine Fehlermeldung gibt. Ja. Der Grund ist, die Square Root ist jetzt nicht von vornherein verfügbar. Die muss ich erst verfügbar machen, indem ich die entsprechende Library reinlade. Ja, und eine Library, ja, so eine Bücherei, ist also eine Bibliothek von Funktionen, die andere Leute schon für mich geschrieben haben. Und es geht einfach so. Ich sage import math, noch ein Befehl, komischerweise ohne Klammern, warum auch immer. Ja, da sind jetzt aber keine Klammern bei. Also import math lädt jetzt diese ganzen Mathefunktionen rein und dann kann ich die benutzen. Also indem ich da immer, muss ich schon sagen, aus welcher Bibliothek ich die jetzt haben möchte. Ich muss jetzt sagen math.sqrt. Und so kann ich auf diese Funktion zugreifen. Ja, ich kann jetzt, da gibt es ja auch Tricks, dass man die ganzen Funktionen von Mathe alle so reinkriegt, dass man die direkt benutzen kann. Ja, aber erstmal ist es einfach nur so, wenn Sie eine Library reinladen, dann sind die Funktionen alle da und Sie greifen darauf zu, indem Sie diesen Library-Namen Punkt den Funktionennamen benutzen. Ja, wir überprüfen das, ob das auch wirklich stimmt, was ich hier sage. Also Import oder die Square Root selber ist nicht da. So, da gibt es die Fehlermeldung. Prima. Aber wenn ich jetzt vorher sage, importiere mir mal die Mathe-Library und greife dann in der Mathe-Library.sqrt drauf zu, dann funktioniert es. Ja, und diese Notation mit dem Punkt, ja, das ist so ähnlich wie, wenn Sie sowas eintippen, www.hhu.de. Ja, der Punkt ist so ähnlich. Ja. Nur, dass es andersrum ist. Ja, gleichrum wäre das jetzt de.hhu.www. Warum jetzt andersrum? Weil die eigentliche Oberkategorie ist sozusagen jetzt Deutschland, die Library. Und in dieser Deutschland-Library von Webseiten gibt es halt die HHU-Funktion, die selbst wieder eine Webseite ist und die wieder Unterkategorien hat. Ja, diese DE hat also die Unterkategorie HHU. HHU hat die Unterkategorie World Wide Web, aber auch noch ganz viele andere. Ja. Und das heißt, diese Schreibweise mit dem Punkt ist genau das gleiche wie bei so einer Webadresse. Das ist also genau der gleiche Mechanismus. Und es gibt tatsächlich auch Situationen, wo hier noch die Superlib irgendwie, was weiß ich, vorsteht. Und in der Superlib ist die andere Lib drin und da drin ist diese andere Funktion. Das taucht also durchaus auf. Ja, das ist also die Notation mit dem Punkt. Dazu ist allerdings noch wichtig, ja, wenn Sie das hier oben in Ihren Browser eintippen, funktioniert es natürlich nicht. Aber sagen wir mal, Sie haben es andersrum eingetippt, würden jetzt hier aber noch eine Leerstelle drumherum machen. Ja, dann sagt der Browser irgendwie, das macht irgendwie keinen Sinn. Leerstellen sind an der Stelle nicht erlaubt. Und das Gleiche ist hier auch der Fall. Also hier dürfen Sie keine Leerstellen machen. Oh, hier dürfen Sie Leerstellen machen. Okay, ich nehme es zurück. In Python dachte ich immer bis jetzt gerade, dass Sie da keine Leerstellen zwischen machen dürfen, aber Sie dürfen Leerstellen zwischen machen. Aber machen Sie es nicht. Machen Sie es nicht. Ja, das ist furchtbar. Das sieht irgendwie komisch aus. Machen Sie es lieber so schön zusammengeschrieben. Ja, verblüffend. Ja, da lernt man immer noch mal wieder was dazu. Gut, was gibt es denn sonst noch? Hier ist ein schönes Beispiel, wie man jetzt Mathematik in Code umwandeln kann. Ja, hier kommt das pythagoreische Satz. Ja, in einem rechtwinkligen Dreieck mit den Seiten a und b und Hypotenuse c, ja, da gilt a² plus b² gleich c². Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig und zu abstrakt und zu schwierig für Sie. Ja, ich hoffe, dass Sie da noch mitkommen. Wir schreiben jetzt ein Programm, wo Sie A und B eintippen und dann kommt am Ende, rechnet er einem das C aus. Okay, und das ist so einfach, dass ich das hier direkt runter droppe. Das ist wirklich einfach nur importiere Maß. Ja, ich brauche die Quadratwurzel. Definiere eine neue Funktion mit irgendeinem Namen, den kann ich nennen. Ich kann die Funktion auch Harald nennen. Ja, da sind Sie also völlig frei, was Ihnen da Spaß macht. Nehmen Sie besser Namen, die sozusagen deskriptiv sind. Das hilft Ihnen selber. Ich nenne das Ganze jetzt Pythagorean Theorem. Ein bisschen lang vielleicht. Das ist vielleicht ein bisschen viel zu tippen, aber in diesem Fall okay. Die Inputs sind A und B. Das sind einfach hier nur diese Namen. Dann kommt der wichtige Doppelpunkt und return mass square root von A² plus B². Ja, das ist jetzt also sind zwei Beschreibungen der gleichen Sache. Ja, das ist hier die Beschreibung aus dem Mathebuch und das ist die gleiche Sache als Python-Code. Ja, da ist also wirklich eine 1-zu-1-Beziehung. Und die eine Sache ist jetzt nicht präziser als die andere.
Vielleicht ist zurzeit diese Sache sogar noch präziser als die hier oben. Na, vielleicht auch nicht. Hier oben, die Seitenlängen sind natürlich positive Zahlen. Ja, das steckt hier unten jetzt nicht drin, dass es positive Zahlen sein müssen. Könnte man natürlich hier noch einen Check reinmachen, dass es auch so ist. Gut, so weit, so gut. Was haben wir denn sonst noch? Was haben wir denn sonst noch in der Mathebibliothek? Jetzt sind wir, da haben wir schon Blut geleckt, wollen mal sehen, was da noch drin ist. Da ist Pi drin, ja, eine Konstante. Das ist also keine Funktion, sondern ist eine Konstante. Ja, schauen wir mal nach, ob die wirklich drin ist. Da schauen wir nach. Also das ist jetzt, ich rufe das Ding jetzt ja nicht so auf wie eine Funktion, sondern ich benutze das wie eine Variable, aber eine Variable, wo ich vorne noch Math.Punkt davor geschrieben habe. Ja, also Math.Pi und siehe da, das funktioniert nicht, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Da ist irgendwas, da, ich muss, das muss immer Code sein, das darf nie was anderes sein. Und siehe da, es ist also diese Zahl, die wir kennen. Ja. Ich glaube, die steht da auch noch mit noch mehr Stellen drin. Schauen wir mal nach. Minus 3,141592265. Ja, da sehen Sie, da sind noch mehr Nachkommastellen. Ich habe jetzt hier diese ersten Nachkommastellen, bin ich losgeworden und dann schreibt er mir die restlichen Nachkommastellen hin, E-09. Das heißt also, dieses Komma ist jetzt um 9 Stellen nochmal nach links verrückt. Das ist also 0,000000358 und so weiter. Das heißt, es ist noch viel genauer da drin abgespeichert, als wie wir das so jetzt sehen auf dem Bildschirm erstmal. Was haben wir sonst noch drin? Eine andere Konstante, die Eulersche Zahl, 2,71, ja, haben Sie vielleicht noch nicht so oft von gehört und so, ist aber auch was ganz Tolles, ja, also wirklich was richtig Tolles. Sinus, Cosinus, alle die Sachen, die Sie vielleicht absichtlich wieder vergessen haben und nie wiedersehen wollten. Und kommt natürlich darauf an, was für ein Programm Sie schreiben wollen, ja. Wenn Sie nichts mit Sinus und Cosinus am Hut haben, dann müssen Sie das auch nie benutzen, ja, das ist also nichts Schlimmes. Logarithmus und so weiter und so fort. Man kann sich auch alle anzeigen lassen. Hier ist nochmal ein Befehl. Dir von Maß. Ja, ich zeige Ihnen mal, was rauskommt. Wenn man einfach nur dir von Maß da eintippt, dann zeigt er einem eine lange Liste. Ja, vom Listentyp mit so ganz vielen Strings drin. Und diese Strings enthalten diese ganzen Funktionsnamen. Okay? Und damit es jetzt ein bisschen schöner aussieht, habe ich da nochmal Print drumherum geschrieben, weil wenn man eine Liste printet, dann wird die so in eine Zeile geschrieben. Deswegen steht da Print dir Maß. Ja? Ist aber jetzt der gleiche Inhalt, als wenn ich nur dir Maß geschrieben habe. Gut, so weit, so gut. Wie bekommt man jetzt über so eine Funktion irgendwelche Infos? Jetzt hat irgendwie jemand gesagt, ah, da gibt es eine ganz tolle Funktion, die musst du mal benutzen, die Funktion Print. Irgendwas kaputt gegangen? Ja, Signal auf einmal weg. Ah, ich hoffe, Camtasia läuft noch. Ja, okay. Also da gibt es eine tolle neue Funktion, die musst du dir mal angucken. Dann gibt es die Funktion Help. Ja? Und zwar die Funktion Help, da schreibt man einfach Help, Klammer auf, Klammer zu. Help ist also auch einfach nur eine Funktion wie Print und herein kommt irgendeine Funktion. Und man bekommt dann irgendwie sowas, menschenlesbare Hilfe zu dem Thema. Ja, insbesondere, da kommen bestimmt jetzt alle drauf, man kann natürlich auch über Help aufrufen, ja, also Hilfe über die Funktion Hilfe. Ja, die gibt es natürlich auch, können Sie sich auch durchlesen. Das ist natürlich nicht immer so leicht verständlich. Manche Sachen erfordern dann etwas mehr als eine Einführung in 90 Minuten. Ja. Aber man liest es halt so ein bisschen mal so quer und vielleicht nehmen Sie was mit bei diesen Hilfesachen. Was gibt es sonst noch für interessante Libraries? Ein Selling Point von Python war immer, dass es Batteries included sind. Das heißt, man muss die Batterien nicht zusätzlich kaufen. Das kennen Sie vielleicht von Geräten. Das heißt, bei Python sind ganz viele Libraries sind einfach schon da. Die gibt's. Ja, es ist schon alles Mögliche da. Zum Beispiel Translation. Ja, das kann ich Ihnen gleich sogar vorführen. Import Translate. Und dann tippt man so ein bisschen Code ein und dann kann man damit tatsächlich Sachen übersetzen. Ja. Ich zeige Ihnen das jetzt mal nicht. Das können Sie ja mal auf dem ZIM ausprobieren. Auf dem ZIM ist es auch eingebaut, also installiert. Da können Sie jetzt hier tatsächlich irgendwas eintippen in irgendeiner Sprache. Der erkennt die Sprache und übersetzt das dann. Ja? Da sehen Sie jetzt hier oben tolang.de. Da rufe ich also eine Funktion auf aus diesem Paket Translate. Ja, und sagt die Variable mit dem Namen tolang soll den String de haben. Das heißt, er soll das also ins Deutsche übersetzen. Da kann man natürlich auch andere Sprachen eingeben. Ja? Und wenn Sie dann noch mehr mit rumspielen wollen, wie bekommen Sie Hilfe? Indem Sie einfach Help irgendwas eintippen oder indem Sie Python Library Translate googeln. Dann kommen Sie auf die Webseite von dieser Library und können sich dann weitere Beispiele angucken. Und was passiert hier im Hintergrund?
wenn ich diesen Befehl t.translate abschicke, dann baut er irgendeine Verbindung zu irgendeinem Server auf, der übersetzen kann. Ja? Und ihre Alexa und Siris, die machen das genauso. Die telefonieren nach Hause, um sozusagen dann die Sprache zu erkennen oder um irgendwelche Befehle auszuführen. Das passiert also hier auch im Hintergrund. Aber da sehen Sie auch wieder, was das Tolle daran ist, dass man dann so eine Library schreibt. Da können dann User, die da eigentlich keine Ahnung von haben, können da wieder drauf aufbauen, ohne die Details von diesem Problem sozusagen zu verstehen. Ja, das kann man jetzt einfach benutzen in den eigenen Programmen, ohne dass man darüber selber verstehen müsste, wie sowas geht. Ja, das ist also das Tolle an so Libraries. Es gibt natürlich noch Grafik, Sound, GUI, Games, Web, Statistik, Mathematik, Machine Learning, Computer Vision, Chatbots und so weiter. Es gibt für alles eine Library. Ja? Und wenn Sie eine ganz tolle Idee für eine Library haben, dann machen Sie das so, erfinden Sie einen tollen Namen dafür und dann googeln Sie den Namen und dann finden Sie direkt die Library auf irgendeinem Server, hat das schon jemand gemacht, mit dem gleichen Namen, auf den Sie gekommen sind unter Umständen. Ja? Weil die meisten Ideen, die Sie haben, hat jemand anders auch schon gehabt. Ja? Und falls nicht, dann schreiben Sie die Library und veröffentlichen die auch wieder für alle Leute und sammeln Ruhm und Ehre. Ja? Gut. Ein paar Notizen zu diesem Code. Ja, der ist schon ein bisschen komisch, ja, wenn man sich den mal genauer anschaut. Zunächst mal dieses T, was ist das jetzt? Wir hatten Zahlen, wir hatten Strings, wir hatten Listen. Das ist irgendwie das Ergebnis von dieser Funktion. Ja, das müsste also eine Zahl, ein String oder eine Liste sein, nach dem, was wir bisher so wissen. Aber danach benutzen wir den ganz komisch, wir benutzen den wie eine Library. Wir sagen T.translate. Das ist irgendwie seltsam, als wenn dieses T eine Library ist. Ja? Und das ist tatsächlich seltsam. Das Ding nennt sich ein Objekt. Da wird ein Objekt zurückgeliefert. Ja, und ein Objekt ist auch so eine Ansammlung von Methoden und von Daten, von beidem. Und das kann ich dann so benutzen wie so eine Library. Aber diese Methoden, diese Funktionen werden dann genau auf diesem Objekt auch ausgeführt. Ja? Und das Ganze nennt sich dann Object-Oriented Programming. Haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das heißt, das ist also das Typische, was man in Python macht. Jetzt fragen Sie sich natürlich, oh Gott, Object-Oriented Programming oder sowas, das ist nur was für die Super-Geeks. Das Gute ist, Sie müssen sich da im Detail gar nicht so mit beschäftigen. Sie machen nur Copy und Paste mit so ein paar Beispielen und wissen, ja, manchmal kann man sowas auch benutzen wie eine Library und in dem Beispiel war das so und ich mache das jetzt auch so und ändere das alles nur ein bisschen ab. Ja? Ohne, dass Sie das im Detail verstehen müssen. Sie sind da dann nur User. Ja? Das ist aber okay. Aber da gibt es dahinter noch so eine ganze Welt mit faszinierenden Sachen, die Sie alle noch entdecken können. Ja? Wenn Sie jetzt vorhaben, zum Beispiel auf Informatik umzusteigen, was ich auch irgendwie naheliegend fände nach dieser Vorlesung vielleicht. Ne? Es gibt aber noch eine Reihe anderer Schreibweisen, die auch Libraries reinladen und die zeige ich Ihnen alle mal. Warum? Weil wenn Sie jetzt loslegen und googeln Machine Learning und Python und Jupyter Notebooks, dann finden Sie meistens diese anderen Arten, Libraries reinzuladen. Deswegen zeige ich Ihnen das mal. Also das erste war die normale Art, wie man das halt macht. Man lädt also dieses Wort Math rein und plötzlich habe ich dieses Wort Math und kann das benutzen in meiner Programmiersprache und kann dann sowas sagen wie math.squareroot oder so. Okay, kann ich benutzen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte nicht immer Math tippen müssen, ich möchte nur M tippen müssen und dann lade ich mir also mein Math als M rein. Ja, und entsprechend kann ich jetzt also dann M. die Funktion benutzen. Und das ist sehr häufig, wie Libraries reingeladen werden. Es gibt einen längeren Namen, aber ich benutze ja nicht so viele Libraries gleichzeitig. Dann gibt es meistens einen Kurzstandardnamen für die meisten Libraries, wie wir gleich auch noch sehen werden in dem Beispiel. Ich kann auch eine andere Schreibweise benutzen und sowas sagen, from math import pi. Dann wird nur sozusagen die Zeichenkette pi jetzt reingeladen als Funktion und die kann ich jetzt benutzen, ohne dass ich math Punkt dann noch vorschreibe. Ja, aber die anderen Funktionen sind jetzt alle nicht da. Ich kann auch alle reinladen, from Mars import Sternchen, kann man auch machen. Dann hat man praktisch einfach seine Programmiersprache so erweitert um eine ganze Reihe neuer Befehle und ich muss nicht mal das Mars Punkt davor schreiben, sondern kann die direkt benutzen. Ja, das sind einfach unterschiedliche Optionen. Ja. Ich hoffe, dass wenn Sie sowas jetzt mal gesehen haben, wenn Sie dann mal Code sehen von anderen Leuten, irgendwie ein Tutorial durchgehen im Internet oder sowas, dann sehen Sie da den Code und dann wissen Sie ungefähr, was da passiert. Ja? Typischerweise jetzt Machine Learning oder in unserem Bereich wird zum Beispiel die Library NumPy reingeladen. Das ist eine Matrix-Library für Tabellen, ja, um im Computer mit Tabellen zu rechnen. Die werden wir heute benutzen. Die wird meistens importiert mit import NumPy SMP.
Und dann kann man halt hinterher Kurzschreibweisen machen und einfach sagen np. und der Funktionsname aus der Library. Okay, das ist einfach nur for convenience. Eine andere ist, matplotlib ist zum Plotten, gucken wir uns heute noch nicht an, aber beim nächsten Mal gucken wir uns Visualisierungen an von Daten und dann werden wir das benutzen. Da kann man also sogar die Sublibrary pyplot einfach als plt reinladen und kann dann was machen, plt.scatterplot oder plt.boxplot oder was weiß ich, was da für Befehle gibt. Ja? Manchmal gibt es noch so ein paar Magic-Befehle, die heißen sogar Magic-Befehle, weil da so ein Prozentzeichen am Anfang ist. Das sind spezielle Befehle jetzt für die Jupyter-Notebook-Situation, wo man dann sagen kann, wenn da irgendwas plotten soll, dann sollen die Plots so direkt da erscheinen. Auch das erscheint manchmal in solchen Tutorials. Ja? Wenn Sie damit rumspielen, einfach Copy und Paste in Ihre Zelle rein und ausführen, und dann macht es schon das Richtige. Ja. Da müssen Sie nicht jedes Detail verstehen, warum das dann funktioniert unter Umständen.